Mízek ist eine Gemeinde in Tschechien. Sie liegt 7 Kilometer nördlich des Stadtzentrums von Liberec im Isargebirge und gehört zum Okres Liberec. Geografie: Mízek erstreckt sich im Westen des Isargebirges am Fuße der Gebirgsrücken Heineki Herbert und Oldrischowski Herbert im Tal der Jerrys an der Einmündung der Feutka. Südlich des Dorfes liegt die Talsperre Feutka und nordwestlich die Talsperre Emlyneis. Durch Mízek führt die Bahnstrecke Liberec-Záhvido. Nördlich erhebt sich der Brezový VRCH, im Osten der Ostrý und im Südwesten der Novoveský VRCH. Westlich des Dorfes verlaufen Bunkerlinien des tschechoslowakischen Walds. Nachbarorte sind Emlyneis und Filipov im Norden, Oldřichov VHčiš und Bedlem im Nordosten, Zajecidul und Feutka im Südosten, Račice und Krasná Studánka im Süden, Viska im Südwesten, Nová Viska und Nová Ves im Westen sowie Horní Vítkov im Nordwesten. Geschichte: Einsiedel wurde wahrscheinlich im 13. Jahrhundert während der deutschen Kolonisation im Zuge der Errichtung eines Steiges durch die Isargebirgswälder angelegt. Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Ansiedlung Einsiedel 1381 im Urbar der Herrschaft Friedland. Zu dieser Zeit bestand das Dorf aus 18 Bauernwirtschaften, 2 Sägemühlen, einer Kornmühle und einer Lohmühle. Unter den Biebersteinern unterstand Einsiedel der Administration der Burg Hammerstein, die später mit ihren Dörfern dem Reichenberger Sprengel der Herrschaft Friedland zugeschlagen wurde. Das Dorf entwickelte sich durch den Ausbau des alten Steiges zur Reichsstraße. 1551 starb mit Christoph von Bieberstein der Friedländer Zweig des Geschlechts aus und die Herrschaft gelangte per Heimfall an die böhmische Krone zurück. Von dieser erwarb 1558 der kaiserliche Rat Friedrich von Rädern die Herrschaft. Salomena von Rädern ließ 1570 anstelle der hölzernen, auf Pfählen errichteten und seit 1521 nachweisbaren Bettalle eine kleine steinerne Kirche erbauen. Nach der Schlacht am Weißen Berg wurden die Güter Christoph von Rädern's konfisziert und an Albrecht von Waldstein übergeben. Nach dessen Ermordung erhielt Matthias von Galas die Herrschaft. Seine Nachfahren und ab 1757 die Grafenlinie Klemm-Galas besaßen die Ländereien bis zu ihrer Enteignung im Jahre 1945. Ab 1700 erfolgte in einem Privathaus der Schulunterricht. Im Jahre 1820 erhielt die Schule ein eigenes steinernes Gebäude. Eingeschult waren auch die Dörfer Vogtsbach, Busch, Ullersdorf und Philipsberg. Nach der Aufhebung der Patrimonialherrschaft bildete Einsiedel ab 1850 eine politische Gemeinde im Gerichtsbezirk Friedland bzw. Bezirk Friedland. 1875 wurde der Eisenbahnbau von Reichenberg nach Seidenberg vollendet, die Züge fuhren jedoch ohne Halt durch Einsiedel. Im Jahre 1878 entstand ein neues Schulgebäude, zum Ende des 19. Jahrhunderts änderte die Gemeinde ihren Namen in Einsiedel. Nach einer zwischen 1846 und 1888 aufgetretenen Serie verheerender Hochwasser am Görsbach erfolgte in den Jahren 1904 bis 1906 der Bau der beiden kleinen Talsperren in Mühlscheibe und Vogtsbach. Am 31. Juli 1906 wurde die Bahnstation in Einsiedel eingeweiht. Im Jahre 1920 wurde die Gemeinde in den Bezirk Reichenberg umgegliedert. 1924 erhielt die Bahnstation den Namen Mízek-Liboce. 1930 hatte Einsiedel 1336 Einwohner. Nach dem Münchner Abkommen wurde die Gemeinde 1938 dem Deutschen Reich zugeschlagen und gehörte bis 1945 zum Landkreis Reichenberg. 1939 lebten in Einsiedel 1221 Menschen. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Vertreibung der deutschen Bevölkerung. Nach der Auflösung des Okres Liberec Okolí wurde die Gemeinde 1961 dem Okres Liberec zugeordnet und zugleich Feutka eingemeindet. 1980 erfolgte die Eingemeindung von Oldřichov VHčiš, die bis 1990 Bestand hatte. Im Jahre 2005 eröffnete südlich der Talsperre Feutka der Y-Golf-Resort Liberec. Der 102 Hektar große Golfplatz ist eine 18-Loch-Anlage, sie wurde vom englischen Landschaftsgestalter Keith Preston entworfen. Gemeindegliederung:
Die Gemeinde Emnisek besteht aus den Ortsteilen Feutka und Emnisek, die zugleich auch Katastralbezirke bilden. Grundsiedlungseinheiten sind Feutka, Emnisek und Sajetsidul. Sehenswürdigkeiten. Barocke Kirche St. Nikolaus, erbaut 1739 bis 1740 nach Plänen von Johann Fugenauer aus Neustadt an der Tafelfichte anstelle eines Kirchlein aus der Rädernschen Zeit. 1774 wurde der Kirchturm vollendet, Pfarrhaus errichtet 1767. Statue des Hl. Johannes von Nepomuk aus dem Jahre 1861 an der Kirche, steinerne Grenzsäule der Herrschaften Friedland und Reichenberg, Drazi VRCH bei Feutka. Naturschutzgebiet Podrazi-Skalu bei Feutka. Naturreservat Feutekimokrat auf dem Golfplatz Areal bei Feutka. Talsperre Feutka, erbaut 1904 bis 1906. Neben dem Hochwasserschutz dient sie der Fischzucht und seit 1926 als Badegewässer.